Am Ende vieler systematisch und strukturiert durchgeführten analytischen bzw. qualitativen Studien stehen wir da mit einem großen Haufen subjektiver und vielleicht sogar ein paar objektiven Daten. Und wenn man eine so große Studie durchgeführt hat und Feedback von jede Menge Teilnehmern eingesammelt hat, fragt sich am Ende, wie diese Daten überhaupt jemals systematisch analysiert werden können und sollen. Und zwar so, dass die Interpretation der Daten nicht im vollständig eigenen Ermessen liegt. Sie sollen auch nicht unscharf oder katastrophal unsystematisch erfolgen. Die Antwort, wie wir solche Daten sinnvoll und sogar reproduzierbar analysieren können, ist so erschreckend wie einfach. Es gibt einen anerkannten, brauchbaren Ansatz in der HCI, die thematische Analyse bzw. die Grounded Theory. Die Lernziele dieses Blogs sind zu verstehen, wie der Zweck der Grounded Theory aussieht, verstehen, wann und wie Grounded Theory durchgeführt werden kann und wie Theorien daraus entwickelt werden können. Grounded Theory beschreibt nicht, was es ist, sondern was es rauskommt. Eine fundierte Theorie. Die Grounded Theory ist also keine Theorie an sich, sondern eine Methodik. Eine systematische theoretische Analyse von qualitativen und manchmal sogar quantitativen Daten. Sie wird hauptsächlich im Bereich der Analyse von Daten mit qualitativem Feedback verwendet und ist ein systematischer Prozess zur Ableitung von Theorien durch konzeptionelle Abstraktion von Phänomenen und der Zuordnung allgemeiner Konzepte, den sogenannten Codes, den zu einzelnen vorkommenden Artefakten in den Daten. Das Ziel ist der Grounded Theory ist es, systematisch eine klare und überprüfbare Hypothese, eine fundierte Theorie abzuleiten. Daher der Name. Wichtig ist zunächst zu erwähnen, dass die Grounded Theory auf qualitative und quantitative Daten angewendet werden kann. Meist verwenden wir jedoch zu ihrer Analyse qualitative Daten, da für quantitative Daten meist ein statistisches Verfahren existiert, mit dem sich später Modelle bauen lassen. Qualitative Daten können Interviewprotokolle, Videos, Audios, Bilder, sogar Social-Media-Beiträge sein, Beobachtungen, Beiträge, Artikel und andere Forschungsarbeiten. Wie gesagt, Grounded Theory ist der Prozess der konzeptionellen Abstraktion, bei dem generelle Vorkommen von auftretenden Mustern in den Daten allgemeinen Konzepten, die sogenannten Codes, zugewiesen werden. Muster in den Daten zu finden, klingt zunächst einfacher als es ist und ist aufwendig. Man betrachtet sich alle, mehrere oder einzelne Fälle und sucht nach einem bestimmten Phänomen, den Artefakten, besondere Vorkommnisse in den Daten, die sich zunächst nicht so einfach erklären lassen, Ereignisse oder Muster. Oft rechtfertigt der Forscher durch diese Fallauswahl auch nur ein Bauchgefühl, eine besondere Intuition, die bei der Sichtung aufgefallen sein könnten. Wichtig ist aber auch, dass das Heranziehen von Fällen nicht davon abhängen darf, wie oft oder wie selten Fälle in den Daten auftauchen. Einzige besondere Beobachtungen können ein völlig neues Forschungsfeld auf diese Weise eröffnen. Die Analyse von Grounded Theory umfasst die folgenden grundlegenden Schritte. Text kodieren und theoretisieren, dem Merken oder dem Auswendiglernen, Lernen von Theorien, der Integration, der Verfeinerung und dem eigentlichen Aufschreiben der Theorien. Strauss und Corbin unterscheiden dabei drei Arten von Kodierungsverfahren und die werden meist nacheinander durchgeführt. Dem Open Coding, dem Excel Coding und dem Selective Coding. Was genau in den Verfahren passiert, obliegt zunächst dem Forscher, aber die Phasen sind dadurch hilfreich zu verstehen, was wir gerade machen. Das Open Coding ist Teil der Datenanalyse, der sich auf die Konzeptionalisierung und Kategorisierung von Phänomenen durch eine eher intensivere Analyse der Daten konzentriert, mit eben offenem Ausgang, daher der Name Open Coding.
Forscher versuchen hier nicht nach den Mustern, die sie sich erhoffen, sondern nach solchen, die durch die Daten gestützt werden. Im ersten Schritt werden die Daten in kleinere Datenteile, meist nach dem individuellen Auftreten von Aktionen oder Mustern, zerlegt und selbstgewählte Codes zugewiesen. Ziel ist es, die Kernidee bzw. das Konzept, das Thema oder Motiv jeder Äußerung zu erfassen und einem beschreibenden Code zuzuweisen. Die Besonderheit bei der Grounded Theory ist, dass die vorkommenden Codes zwar gezählt werden können, aber dass es sich um eine qualitative Analyse handelt, bei der die Häufigkeit der eigentlichen Vorkommnisse ignoriert werden. Das bedeutet, dass eine einzige nebensächliche Bemerkung eines einzelnen Probanden ebenso wichtig sein kann wie das eigentliche Hauptproblem, auf dem alle zunächst rumgeritten haben. Die Gefahr, dass sich dabei viel überflüssige Codes einschleichen, besteht dann nicht, wenn die offenen Codes unter Verwendung von Beschreibungen, die ebenfalls aus oder in der Nähe von Daten abgeleitet sind, auf Literaturbezug nehmen und beispielsweise sich auf schon verwandte Theorien aus verwandten Disziplinen ableiten. Das Auftrösten oder Herunterbrechen dieser Schlüsselkonzepte kann durch einfache Fragen erfolgen. Was ist das zugrunde liegende Phänomen dieser Beobachtung? Wer war daran beteiligt? Welche Aspekte haben dabei eine Rolle gespielt? Wann ist es passiert? Wie lange hat es gedauert? Und wo ist es passiert? Was war die Intensität oder die Dauer dieses Phänomens? Was könnte deren Ursache gewesen sein? Um nicht den Überblick zu verlieren, verwenden viele dazu Post-its oder ein Datenverarbeitungsprogramm wie Excel und arbeiten dann mit Filtern und Querverweisen. Technisch kann man die Codes also alle selbst definieren. Wichtig ist, dieses Vorgehen festzuhalten. Wer diesen Ansatz wählt, darf natürlich auch nicht den Aufwand unterschätzen, den so eine Analyse erfordert. Ich kenne Kollegen, die haben Monate damit verbracht, diese Analysen korrekt durchzuführen und am Ende kaum noch den Überblick behalten kann. Mittlerweile gibt es aber dafür auch Software, die einem in solchen Fällen dabei hilft. Einige Beispiele sind die Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, CAQDAS, QCoderVR, das Code Analysis Toolkit, CAT, AQUAD oder QDA Miner. Wer Schlüsselkonzepte identifiziert hat, kann Zustände, die während des Experiments geherrscht haben, diesen Konzepten zuweisen. Wichtig ist, das zentrale Kernphänomen zu identifizieren, um das es geht. Und wir erinnern uns, es muss nicht immer das sein, was alle gesagt haben. Man spricht von diesem Phänomen oder von diesem Vorgehen auch von Excel Coding. Man schafft Kontext, um herauszufinden, wie Aktionen und Interaktionsstrategien ausgesehen haben, während beispielsweise mit dem Phänomen umgegangen wurde. Wir sehen Konsequenzen, die sich aus bestimmten Handlungen und Interaktionen ergeben. Wer nun verstanden hat, welche Faktoren bei der Interaktion mit Stiften in VR zum Beispiel eine Rolle spielen, kann nun das übergeordnete, umfassende Theorie seines Systems beschreiben. Das Ziel von selektivem Coding besteht darin, die verschiedenen Kategorien, die während der axialen Kodierung entwickelt, ausgearbeitet und miteinander in Beziehung gesetzt wurden, eine große zusammenhängende Theorie zu integrieren und damit die Forschungsfrage zu beantworten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Ergebnisse der axialen Kodierung weiter ausgearbeitet, integriert und auch validiert. Da sie ebenfalls Kontext schaffen, ist sie zwar der axialen ziemlich ähnlich, wird aber auf einer viel abstrakteren Ebene durchgeführt. Die Kategorien sind komplett theoretisch in eine konsistente, aber übergreifende Theorie integriert und die sind unter einer Kernkategorie zusammengefasst, die nochmal mit allen anderen Kategorien verknüpft sind, die während dem axialen Coding festgelegt wurden. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir haben einen Knopf in unserem User-Interface, der nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Funktion ausführt. In diesem Fall die Parametermanipulation von 3D-Objekten in 3ds Max 2020 von Autodesk. Wir können den Button klicken, auch wenn wir keine 3D-Objekte in unserer Szene enthalten haben. Das heißt, der Button hat überhaupt keine Funktion und wir haben keine Ahnung, ob irgendwas bewirkt. Nehmen wir an, wir haben in einer Nutzerstudie User gebeten, Parametermanipulation zu verwenden. Und das Erste, was unsere Teilnehmer gemacht haben, war auf den Knopf geklickt und dazu ist nichts passiert.
Wir haben das per Screen Recording, per Think Aloud oder per Feedback am Ende beobachtet und eben als in der qualitativen Analyse als solches herausgestellt. Betrachten wir diese Beobachtung durch die Grounded Theory, durch Open Coding, Excel Coding und Selective Coding. Wir beobachten, dass Nutzer auf den Button in dem User Interface klicken, bevor sie sich durch das Anklicken irgendwelche Funktionalität zeigen konnte. Diese Beobachtung notieren sie und stellen zum Ausgeben von Codes die Frage, wann ist das passiert? Und die Antwort ist offensichtlich, bevor der Button eine Funktion hat. Sie weisen diesem Konzept einen Code zu, zum Beispiel Kontextfunktionalität. Und solche Codes ergeben sich immer aus der Struktur und der Art ihrer Beobachtungen. Und sind teilweise auch beliebig gewählt, aber klar formuliert und sie halten fest, warum sie den Code erstellt haben. Beim axialen Coding gehen sie dann in logischen Schritt weiter und sagen, sie assoziieren weitere Codes. Möglicherweise haben sie noch einen zweiten Code, der dazu passt. In unserem Fall war der Button ja sichtbar. Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Code zuzuweisen und müssen sich überlegen, was die Kombination aus beiden bedeutet. Excel Coding zwingt den Forscher hier zu einer Handlungsanweisung oder zu einer Strategie. In unserem Fall zu einer Handlung oder zu einer Lösung des Problems. Wenn dieser Button sichtbar ist, aber keine Funktionalität aufweist, sollte er nur aktiviert sein, wenn dessen Betätigung irgendetwas bewirkt. Das selektive Coding bringt uns zu einer generellen Lösung, die natürlich Ausnahmen und Sonderfälle beinhalten kann. Und dazu, dass nämlich generell unbenutzte UI-Elemente nur dann aktiviert sein sollen, wenn sie Funktionalität im aktuellen Kontext des Programms aufweisen. Möglicherweise gibt es aber hierzu eine umfassende Theorie oder wir haben diese Theorie und postulieren sie, dass minimalistische User Interfaces die Benutzbarkeit erhöhen. Wie bei allen qualitativen Arbeiten können Forscher die Daten unterschiedlich interpretieren. Dadurch leidet die Vertrauenswürdigkeit. Um den Vorurteilen, Neigungen eines Einzelnen entgegenzuwirken, können mehrere Forscher gleichzeitig Codierungen durchführen. Und je mehr Forscher das unabhängig voneinander tun, desto zuverlässiger ist die Existenz dieses Schlüsselkonzepts oder eines beobachteten Phänomens. Auch nachträgliche Anfragen oder eine Verlängerung des Tests kann helfen, Vertrauen in die Daten zu stärken. Peer-Debriefing beinhaltet sogar, dass das Transkript unabhängig voneinander zu verfassen. Beliebt ist auch die negative Fallanalyse, was das Suchen von Diskutieren von Elementen beinhaltet, wonach Muster oder Erklärungen, die sich aus der Analyse ergeben, nicht von den Daten unterstützt zu sein scheint. Für alle Verfahren gilt außerdem, Konzepte, bei denen sich die Forscher nicht einig sind, können im Nachhinein durch Diskussion gelöst oder sogar offen gelassen werden. Ein Konsens unter den Evaluatoren ist in der analytischen Evaluation nicht immer erforderlich. Das Ergebnis ist aber eine klare, überprüfbare Hypothese. Zum Beispiel, im Vergleich zur Smartphone-Anwendung verbessert die Sprachschnittstelle die Benutzererfahrung, erhöht jedoch die Frustration, wenn Fehler auftreten. Anderes Beispiel, Frauen nehmen ein höheres Maß an Immersionen als Männer wahr, wenn sie abnehmenden Avatar-Realismus in der virtuellen Realität erleben. Unser auf maschinelles Lernen basierendes Modell betrifft die lineare Vorhersage in Bezug auf Präzision und Genauigkeit. Solche Beispiele können aus qualitativen Beobachtungen erfolgen. Wer mehr zu Grounded Theory und zur Auswertung qualitativen Analysen erfahren will, dem empfehle ich dringend die Arbeiten von Strauss und Corbin.